ich weiß, lange nichts gehört oder sonst irgendwas, aber wer mir auf Instagram folgt, hat eh, glaube ich, ein bisschen was gesehen von mir. Meine Haare sind länger geworden. Jetzt erst so, wenn ich ein Video drehe, fällt mir das auf, dass meine Haare länger geworden sind. Egal, jetzt wo ich die Extensions habe und mir das scheißegal sind, ob die Zonen wachsen, wachsen's. War ja klar. Egal. Fangen wir an mit den aufgebrauchten Sachen, würde ich mal sagen. Das sind nämlich noch die von März. Ich versuche, mich zu bessern mit den Videos drehen. Ich weiß, ich verspreche es jedes Mal wieder, aber ich versuche es. Ich muss das so ein bisschen alles unterkriegen und irgendwie fällt mir das schwer, aber ich versuche es. So, als allererster den Augen-Make-up-Entferner von Hofe, den kennt ihr ja sowieso auswendig. Ja, ich mag ihn noch immer, habe aber, glaube ich, letzten Monat sogar zwei leer. Aber dazu dann in dem Video. Aber ich glaube, ich habe jetzt nämlich einen neuen Eyeliner und seitdem muss ich so viel von dem Augen-Make-up-Entferner verwenden, weil ich den nicht runterkriege. Aber dazu dann im nächsten Video mehr. Da habt ihr einmal voll aufregend, wartet bitte. Dann nochmal, weil es so schön war. Das sind einmal die... Oh, da ist sogar noch eine drinnen. Also eines ist noch drin. Kein Deutsch mehr. Ja. Aufgebraucht, so. Heute ist irgendwie der Wurm drin wieder. Jo, man merkt, ich bin ein bisschen verwirrt. Dann habe ich die Wattestäbchen leer gemacht, die ich ja immer da beim Schminktisch habe. Ich vergesse immer, dass ich noch welche habe. Ist immer voll lustig, wenn ich mir die nachkaufe. Ich vergesse immer, dass ich noch welche habe. Habe dann angefangen, die Packung da und fange dann die zweite an. Also ich bin echt verpeilt in letzter Zeit. Dann habe ich noch diese Augenpads aufgebraucht von der Eigenmarke von Müller. Ja, ich mag die. Ich finde die gut. Aber ich bin sowieso der volle... Oh, und ich habe was kaufen vergessen gestern. Ach, scheiße. Jetzt gerade ist mir eingefallen, aber egal. Wurscht. Vielleicht ein andermal. Gut, dass ich es vergessen habe. So, dann habe ich eine Maske aufgebraucht. Das ist diese African Peeling von Schiebens. Die gibt es ja leider nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe noch ein paar Backups und ich sollte die aufbrauchen, weil die schon sehr alt ist, würde ich mal sagen. Dann habe ich die Reinigungstücher von Pure Camilla aufgebraucht. Kennt sie ja eh auswendig. Die nehme ich immer. Ich will auch gar nicht wechseln, weil zuerst hatte ich vor zu wechseln und dann irgendwie, weiß nicht, hat es mich doch nicht so gereizt. Keine Ahnung wieso. Dann habe ich zweimal so Zahnpflege, ich weiß, voll interessant, aufgebraucht. Oh Mann, was ist los? Einmal die Meridol. Die habe ich mir jetzt auch wieder nachgekauft, weil ich habe wieder so, ja, ich erwähne es jetzt nicht, Probleme mit dem Zahnfleisch. Was ist los? Die Mundspülung dazu habe ich auch mit dem Kleinen mal gekauft, weil die ja so teuer ist. Ja, habe ich mir nachgekauft. Bin ich am Überlegen, mir nachzukaufen, damit es jetzt kurz und schmerzlos ist. Dann, das kennt ihr auch, diese Kokosnuss-Reinigungstücher, die ich da am Schminktisch immer habe. Die mache ich immer, weil ich batze immer meine Hand voll an, wenn ich mich schmink. Und deswegen habe ich die, aber das wisst ihr eh, wer will was. Ja. Dann habe ich einen Badezusatz. Das ist dieser Warm Cinema Nights. Ich weiß gar nicht, ob ich noch welche habe, ehrlich gesagt. Ich verwende das gar nicht mehr, diese Einmal-Anwendungen. Ich benutze meistens jetzt immer Duschgel fürs Badewasser, weil ich halt zu viel habe und ich das aufbrauchen will. Also, ja. Dann habe ich hier die weiße Tee- und Kirschenmaske. Die mag ich ja voll gerne. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Backups habe. Muss ich noch schauen. Ich hoffe schon, aber ich glaube leider nicht. Dann habe ich aufgebraucht und die fand ich so, so gut. Die hat so mega gerochen, dass viele werden sich jetzt nicht wundern, dass ich euch das zeige. Das ist eine Wassermelone-Maske von Balea. Die war so gut. Ich fand die wirklich gut. Aber die war... Es gibt halt keinen Vergleich zu diesen koreanischen Duftmasken. Das kann ich immer wieder sagen. Die habe ich nicht so lange oben gehabt, wie wenn ich jetzt eine Tony Moly-Maske oder eine Cream Shop oben habe. Also, ja. Aber ich würde sie mir wieder kaufen. Ich habe auch gesehen, meine Cousine hat mir ein Foto geschickt von DM, dass sie jetzt wieder eine Melone-Tuchmaske haben und die würde ich mir auf jeden Fall bunkern, weil da habe ich mir damals nur eine mitgenommen, leider. Aber die andere würde ich mir wieder kaufen. Also die neue, sagen wir mal so. Dann habe ich ein Shampoo leer gemacht, das habe ich aber für meine Pinsel verwendet. Ich habe auch noch ein paar Backups von dem, leider, weil ich habe das zu Weihnachten geschenkt bekommen. Urviele und für meine Haare geht das gar nicht, deswegen benutze ich es für meine Pinsel. Dann habe ich aufgebraucht, Hollywood Skin heißen die, diese Augen... Head-Dinger da. Ich stehe in letzter Zeit voll auf den Scheiß. Keine Ahnung warum. Habe ich mir von Douglas mal gekauft. Die waren aber echt gut. Ich habe die anderen bis jetzt noch immer nicht probiert, aber ich habe so viele daheim, deswegen wird das ein bisschen schwer. Aber ich finde die wirklich gut. Wirklich gut. Dann habe ich aufgebraucht so ein
Duschgel. Viele haben davon geredet, das ist, ich spreche es lieber jetzt nicht aus. So sieht das aus. Viele haben davon geredet auf YouTube. Wirklich ganz, ganz viele. Und ich habe mir das einbildet, weil bei uns gibt es das jetzt aktuell beim Biber, habe ich gesehen. Und das war eben mit diesem Süßmandelmilchduft. Das war jetzt voll kein Deutsch, aber wurscht. Und es war okay, aber es war jetzt in der Dusche jetzt nicht so... Es war gut, es riecht auch echt gut, aber es war jetzt nicht so... So der Oberburner, dass ich das jetzt unbedingt wieder haben muss, also... Es war gut, aber ja. Ja, dann habe ich mein Lieblingsduschgel gemacht. Das war das Palmolive Mint Shake. Das riecht so geil nach Aftershave. Und das gibt's nicht mehr. Seht ihr die Trauer in mein Gesicht? Fliegt mir gerade alles wieder runter. Das gibt's ja leider nicht mehr. So sieht das aus. Ein Backup habe ich aber, glaube ich, noch. Wenn es mich jetzt nicht irrt. Und ich weiß nicht, wann ich das jemals verwenden werde, das letzte. Keine Ahnung. Weil ich habe ja dann keins mehr. Dann habe ich aufgebraucht ein Peeling von Yves Rocher. Das ist dieses mit Aprikosenkernpuder. Das hatte ich schon so oft. Ich kann mich mit dem Duft einfach nicht anfreunden. Nein, ich finde den Duft echt mega schrecklich. Deswegen würde ich es mir nicht mehr nachkaufen. Aber es gibt ganz viele andere, die ich mag, zurzeit zumindest. Und deswegen würde ich mir eher die nachkaufen als das. Dann habe ich, ich glaube, das ist ein Nose Strap. Ja, ein Nose Strap aufgebraucht. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Eine Duftprobe von Boss de Saint. Den Duft mag ich so gerne, den habe ich auch Gott sei Dank zweimal. In groß meine ich jetzt. Den finde ich wirklich, wirklich gut. Es gibt ja einen anderen Hugo Boss, den ich auch gut finde. Auch von The Saint. Oh, ich sehe nichts. So. Aber den finde ich echt gut. Aber ich brauche ihn mir ja nicht kaufen, weil ich habe ihn ja Gott sei Dank in groß. Dann habe ich eine Probe leer gemacht. Die Hals... nein, Blödsinn. Ich benutze die für Hals und Dekolleté, habe ich aber auch schon lange nicht mehr gemacht. Das war mal eine Yves Rocher Creme. So schaut die gar nicht mehr aus, was ich weiß. Den Nachfolger davon habe ich jetzt meiner Schwester geschenkt. Habe ich ihr den schon gegeben? Ich hoffe es. Ich glaube, ich habe sie schon gegeben, weil ich benutze die eh nicht. So wie die da. Ich habe da noch ganz, ganz viele Proben zu Hause. Das ist auch eine von Yves Rocher, das kann man gar nicht in der Kamera erkennen. Das war so eine für sensible Haut war die. Habe ich auch fürs Dekolleté verwendet. Dann habe ich noch eine Maske leer. Das ist die Himbeer-Vanille, glaube ich, war das. Ja, die war auch gut. Das war mein letztes. Ich glaube, das habe ich von den Jungs bekommen. Yay. Yeah. Dann habe ich hier noch zwei Duftproben. Einmal den... Diesel Red Kiss, den finde ich super. Den finde ich so gut. Den würde ich mir auf jeden Fall kaufen, wenn der nicht so teuer wäre. Und wenn ich nicht so viel Scheiß hätte. Aber steht auf meiner Wunschliste oben. Dann von Michael Kors den Wanderlust, irgend so heißt das. Ich zeige euch das mal. So heißt er. Den finde ich aber auch gut. Das Problem ist aber, den hat immer eine Kollegin dran, die ist weggegangen bei uns. Und jedes Mal, wenn ich den oben gehabt habe, habe ich an sie denken müssen. Und ich mag das nicht, wenn ich immer einen Duft habe und ich habe ihn oben und dann denke ich an jemand anders. Das kann ich voll nicht leiden. Das mag ich voll überhaupt nicht. Ganz und gar nicht so. Dann habe ich hier den, Augen- und Lippen-Make-up-Entferner von MAC. Ich habe mir den jetzt nicht mehr nachgekauft. Ich habe nämlich Gott sei Dank einmal vergessen. Und habe jetzt was anderes, das zeige ich euch aber dann im Haul-Video. Aber den finde ich super für... Lippenstifte zum Entfernen. Also, aber er ist halt zu teuer. Ich komme damit nicht aus, weil ich habe in der Arbeit kräftige Lippenstifte oben. Und wenn ich privat rumlaufe, habe ich auch sehr starke Lippenstifte oben. Und deswegen bräuchte... Was? Brauche ich eine günstige Variante. Gott, ey. Nagellackentferner habe ich auch leer gemacht. Das war der ganz kleine von dem... Evelyn, ja. Mit Wassermelone. Ich fand den gut, aber ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Wenn würde ich ihn mir in groß kaufen. Den gibt es nie in groß bei uns. Ich habe den nur probieren wollen, weil ich habe auch gar keine Nagellackentferner jetzt vor kurzem gehabt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, kaufst du dir den. Das war so ein Knisterbart. Ich glaube, das habe ich im letzten aufgebraucht Video euch auch gezeigt. Das war so ein Scheiß. Ich weiß, es ist eigentlich für Kinder. Da kam das Kind in mir raus. Ja, aber es war echt enttäuschend. Das hat nicht so lange knistert, wie ich dachte. Das hat gerade nur beim Reinschütten hat ein bisschen knistert und dann war es vorbei. Also das würde ich mir auf gar keinen Fall wieder nachkaufen. Das war ein mega Schrott. Ich habe da ja schon wieder was. Nein, nicht einmal. Das sind diese Tücher, die ich immer fürs Gesicht abtrocknen verwende. Dann habe ich hier noch zwei Sachen. Oh, das war gut. Das hätte ich wieder fast vergessen. Das war so eine... Naja, keine Maske. Das ist so ein Conditioner fürs Haar. Das habe ich sehr gern verwendet. Das hat mir eine Arbeitskollegin empfohlen.
Das fand ich wirklich gut. Das würde ich mir vielleicht sogar nachkaufen. Dann habe ich eine Maske aufgebraucht. Da bin ich echt traurig, dass die leer ist, weil ich habe keine Backups mehr. Das war auch von den Jungs. Also schöne Grüße, wenn du das siehst. Das war die Kokosraummaske. Die war wirklich gut. Also, die war wirklich gut. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, oder? Das war so eine Rossmann-Edition. Ja, war ja klar. Dann habe ich leer gemacht mein Klinik-Gesichtswasser und ich wollte mir das eigentlich nachkaufen. So sieht das aus, weil das war eigentlich gar nicht schlecht, aber ich habe jetzt eins von Biotherm und ich muss sagen, ich bin mit dem viel zufriedener als mit dem. Viel, viel, viel zufriedener. Ich habe euch das, glaube ich, eh in einem Video gezeigt. Oder? Ich hoffe es. Ich habe euch das, glaube ich, in einem Video gezeigt. Das war auch gut, aber es ist jetzt nicht so gut wie das von Biotherm, finde ich. Also das würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Wo ich noch nicht weiß, ob ich ihn mir nachkaufen werde, ist der Reinigungsschaum von Lancaster. Ich bin nicht so ein großer Lancaster-Fan, wirklich nicht. Ich bin wirklich kein... Jetzt kriege ich wieder Schluck auf, jedes Mal beim Video drin. Bin wirklich kein großer Lancaster-Fan, aber den fand ich gut. Ich mag halt in der Früh lieber, also wenn ich mein Gesicht reinige in der Früh mit einem Reinigungsprodukt, logischerweise, benutze ich lieber Schaum als Gel. Ich keine Ahnung wieso, das hat sich irgendwie so, weil ich so viel Reinigungsprodukt zu Hause habe, hat sich das irgendwie in mein Gehirn eingeprägt. Und ja, ich fand den gut, aber ich glaube, ich würde ihn mir nicht nochmal nachkaufen. Ich bin mir bei dem nicht sicher. Vielleicht, wenn ich keinen besseren finde, vielleicht dann schon. Ich habe jetzt einen von Caudalie, den habe ich zu Weihnachten gekriegt bei der Apotheke, wo ich in der Nähe arbeite. Die sind urlieb, die schenken uns immer viele Sachen, oh süß. Den finde ich sogar noch besser als den. Also so sieht der aus von Lancaster. Ich habe ihn euch, glaube ich, noch gar nicht richtig gezeigt. So sieht der aus. Ich finde ihn okay. Ich verkaufe ihn auch gern, weil er ist nicht schlecht. Er ist wirklich nicht schlecht. Nur ich habe irgendwie das Gefühl, ich meine, Reinigungsschaum ist ja nicht da, dass es pflegt, mein Gott. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt mir was. Der Duft war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Nein, jetzt riecht es irgendwie komisch in der Verpackung. Also ich muss überlegen, ob ich mir den nochmal nachkaufe. Ich bin mir bei dem ehrlich gesagt nicht sicher. Oh, ich glaube, das war diese grässliche Badebombe. Das war eine Lavendel-Badebombe. Ich kann euch da Fotos einblenden. Die war so mega scheiße. Die habe ich mal gekauft. Die ist aber schon sehr alt gewesen. Vielleicht lag es daran. Aber die waren mega kack. Ich habe urlang gebraucht, bis ich das aus der Badewanne wieder rausbekommen habe. Also das war wirkliches Drama. Wirkliches Drama. Dann habe ich noch leer von Nivea meine letzte In-Douche Body Milk Kakao. Leider. Da war ich echt traurig, wie ich die leer gemacht habe, weil die mochte ich ja sehr gerne. Boah. Ich meine, sie passt jetzt nicht in die Jahreszeit, aber ich habe die geliebt und sie gibt es ja leider nicht mehr. Und die Aloe Vera, was mir so viele geschrieben haben, die finde ich einfach nicht. Die gibt es bei uns in Österreich nicht. Was ja immer wieder typisch ist. Und ich suche so zurzeit einen Ersatz und finde aber bis jetzt noch keinen. Also ich muss mir echt was überlegen. Dann habe ich ein Schaumbad leer gemacht von Alverde war das, glaube ich. Ja. Ja, das ist okay. Ich bin nicht so ein großer Alverde-Fan. Ich glaube, das war reduziert und deswegen habe ich es gekauft. Bin ich jetzt nicht so begeistert gewesen. Dann habe ich noch einmal große Wattepads. Wundersamerweise. Dann, da ist noch ganz schön viel drin. Oh, sogar coole Sachen sind da drin. Das war nicht so cool. Das war, ich habe euch ja ganz stolz gezeigt, dass ich eine Peeling-Probe gekriegt habe von einem Douglas. Das war die hier. Die war aber so schrecklich. Diese Peeling-Körner waren irgendwie, ich weiß nicht, Flake Scrub heißt das. Das war so, na, das war überhaupt nicht meins. Würde ich mir nicht nachkaufen. Wirklich nicht. Also nicht für viel Geld, wie mein Bruder immer sagt. Ich räume das kurz mal aus, damit ich euch die Sachen besser zeigen kann. Ja, ich habe halt noch ein paar Sachen. Es sind sogar ein bisschen mehr als nur die drei Sachen, die ich jetzt in der Hand habe. Ich habe so eine Art Toner aufgebraucht. Ich glaube, das war ein Gesichtswasser von so einer koreanischen Marke. Das habe ich von der Vivi gekriegt. Man wird es nicht erkennen, weil das halt durchsichtig ist. Das war aber nicht schlecht. Ich fand den Duft voll gut. Ich weiß gar nicht, ob ich davon jetzt noch eine Probe habe. Ich fand das aber echt gut. Aber ja, ihr wisst ja, ich traue den Biotherm hinterher. Dann habe ich leer gemacht einen Lidschatten. Viele haben mir gesagt, ich habe schon lange keine Make-up-Produkte mehr leer gemacht. Das stimmt gar nicht wirklich. Also ich habe immer so kleine Sachen nur leer gemacht und nicht wirklich so richtig bombastische. Aber diesmal habe ich einen Lidschatten leer gemacht. Das war ein Essenz-Lidschatten mit dem Namen Pretty Funky. Den hatte ich sehr oft oben. Den hatte ich wirklich oft oben. Ich war froh, dass ich ihn leer gemacht habe, weil der ist dann nach... wie soll ich das erklären? Bei Essenz ist das Problem, wenn das innen in der Mitte so ein Riesenloch hat... Hit the pen.
dann bröckelt das raus. Und das hasse ich. Das passiert bei jedem Essenzprodukt. Zumindest bei dem, was ich immer daheim habe und was ich verwende. Also die mag ich überhaupt nicht, die Essenz. Ich glaube, ich werde mir auch keine Essenz mehr kaufen. Aber ich sollte mal eher mal meine ganzen Scheiße aufbrauchen, aber dazu ein andermal mehr. Oder beziehungsweise das wisst ihr ja eh. Dann habe ich einen Kajal leer gemacht, beziehungsweise den habe ich ja gesucht gehabt. Ich habe euch davon erzählt, dass mir einer abhanden gekommen ist. Das war der kleine Schlingel. Und es wäre noch was drauf, aber ich kann damit einfach nicht am Auge rumhantieren und deswegen habe ich den jetzt als aufgebraucht zählt. Klingt vielleicht geschummelt, aber es geht mir einfach auf die Eier, wenn ich das verwenden soll. Dann habe ich leer gemacht. Ich glaube, das wäre eher eine... Ich habe es als Reinigungsmilch, glaube ich, verwendet. Das ist auch so eine koreanische Marke gewesen. Das fand ich auch gut. Ich habe es als Reinigungsmilch halt zwecksentfremdet. Die Vivi hat gesagt, man hätte es auch so verwenden können. Oder als Lotion, so wie ich es die ganze Zeit verwendet habe auch. Mit dem anderen, meine ich jetzt. Aber es war echt gut. Es war wirklich gut. Dann habe ich dieses Mini-Thermalwasserspray aufgebraucht. Sieht so aus. Fand ich gut, aber den gibt es nicht mehr. Der ist komplett auflassen worden. Und die damalige Verpackung hat mir überhaupt nicht gefallen. So schon in dem Spritzding da, in dem kleinen, aber... Spritzding. In dem Teil, aber so... Nee. Dann habe ich noch mein Augenbrauengel aufgebraucht. Es ist noch ein bisschen ein Rest drin, aber den kriege ich nicht raus. Ihr kennt das. Das ist von Miss Lean, dieses Brow Friends Forever. Ich habe es jetzt auch wieder oben und ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Dann habe ich ein Make-up leer gemacht. Und zwar war das von Max Factor 1. Das mag ich sehr gerne. Es geht mir auch ehrlich gesagt wieder ab. Ich habe ja noch ein Backup, aber ich will ehrlich gesagt noch ein bisschen sparen. Ich habe es auch wirklich komplett leer gemacht. Also da kann man nichts dagegen sagen. Seitdem, ich habe das früher immer urgern verwendet. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich glaube aber schon. Ich habe das echt gern verwendet. Eines habe ich jetzt noch und ich verwende gerade zwei andere in Kombination. Und im Laufe des Tages, ich weiß nicht, ob jetzt bin ich noch frisch geschminkt, aber im Laufe des Tages, wenn ich dann arbeiten war, verschwindet mein Make-up hier. Urkomisch, es bröckelt so runter. Und da. Und da. Und da meistens. Schaut scheiße aus. Wirklich scheiße. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich glaube, die Kolleginnen haben recht, dass das Make-up mir viel zu hell ist. Ja, das sind First World Problems, würde ich mal sagen. Aber das war perfekt von der Farbe her und das gibt es halt leider nicht mehr. Ja, und jetzt überlege ich, ob ich die zwei aussortieren soll. Die Rede ist von, ich kann euch das ja kurz zeigen, weil die stehen da gerade so praktisch raus. Das eine ist von Rimmel. Das habe ich ja früher auch gern verwendet. Das habe ich, glaube ich, sogar in meinen Jahresfavoriten gehabt. Entweder war ich da heller, keine Ahnung, was passiert ist. Oder das von Love habe ich jetzt. Also die mische ich, die zwei. Und irgendwie, glaube ich, funktioniert die Kombi nicht so ganz, wie ich das mir vorstelle. Aber okay. Wem will man es recht machen? Ich habe noch ein Lancaster-Produkt komischerweise aufgebraucht. Finde ich voll bescheiden. Ja, das war das Reinigungsgel, dieses Micellen-Jelly-Teil. Fand ich gut. Aber das Einzige, was mich stört, ist, dass es nicht schäumt. Es hat voll gut gerochen. Es hat wirklich gut gerochen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das nachkaufen würde. So hat es ausgesehen. Also ich habe schon ein, zwei Mal, glaube ich, jemanden gezeigt, die was dieses Schäumige halt nicht haben wollen, die was halt drauf bestanden haben, dass es nicht so extrem schäumt. Die dürften auch eigentlich zufrieden sein, was ich mitbekommen habe, aber ich weiß nicht. Ich fand es gut, aber ich habe sie auch geschenkt bekommen, es war mal zu Weihnachten. Ich weiß aber nicht, ob ich es mir nachkaufen will, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe eh auch noch genug Sachen, die ich noch leer machen müsste, also brauche ich mir da eh keine Sorgen machen. Ich hätte aber ehrlich gesagt mal ein Reinigungsgel, das ich dauernd haben wollen würde, nur habe ich noch so viel und das ist halt nicht so einfach. Dann, und da war ich mega traurig, ist mein Peeling-Lehrgang von Tony Moly. Dieses Black Sugar, ach, ich habe das so geliebt, das war von TK Maxx und das ist leer. Ich weiß, da ist noch ein bisschen was drin, aber das kriegt man nicht so ganz raus, weil das ist mir dann am Schluss, war das schon so ein bisschen trocken. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber das war so gut. Und der Duft war auch so gut. Ich bin wirklich traurig, dass das leer ist. Ich bin wirklich traurig, dass das leer ist. So sieht das aus. Das würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Nur das Problem ist, ich bin keine Online-Bestellerin. Ich hasse das. Und deswegen, ja, bin ich auf der Suche nach einem Ersatz, was dem ähnlich kommt, aber es kommt dem überhaupt nichts ähnlich. Ich habe jetzt eins von Freeman offen. Das ist aber, glaube ich, eher eine Peeling-Maske.
da ist mir der Peeling-Effekt doch einfach zu wenig. Und dann habe ich noch eins von Clarins, das habe ich auf einer Schulung gekriegt, das habe ich vor kurzem noch erst auf Instagram gepostet, aber das ist mir auch irgendwie zu wenig. Also, ja, das geht mir extrem ab. Das geht mir wirklich extrem ab. Dann habe ich noch zwei letzte Produkte. Einmal ist meine Biotherm Blue Therapy Creme in Öl. Da bin ich rausgekriegt, leer worden. Die war so gut. Die war so gut, aber die hat so lang gehalten. Das war wirklich abnormal. Ich meine, ich muss zugeben, manchmal lasse ich so einen Tag aus. Wenn ich so richtig viele Pickel habe, weiß nicht warum, aber ich habe mir das einprägt, dass ich dann einmal kurz so die Haut ruhen lasse und dann, ja, was nicht oft funktioniert hat, aber okay. Ja, aber die war wirklich gut. Ich habe noch ganz, ganz viele andere, deswegen würde ich mir die dabei natürlich nicht nachkaufen, aber die war einer der besten, würde ich jetzt sagen. Wirklich einer der besten. Dann habe ich ein Parfum leer gemacht, was ja auch sehr lange her ist, dass es passiert ist. Das war von Donna Karen Be Tempted, heißt der. Der ist so gut. Der ist so gut. Ich vermisse den voll. Der geht mir überhaupt nicht gekriegt. Das Problem ist nur, ich habe den nicht so gescheit aufbekommen. Das ist was mich immer genervt hat. Aber der wäre jetzt für die Jahreszeit, den habe ich so im Herbst, Winter verwendet. Für da war er gut, aber jetzt so für die Jahreszeit, glaube ich, hätte ich schon ein paar Bienchen hinter mir herfliegen. Ja, der ist extrem süß. Aber ich mag ihn. Ich mag ihn extrem. Dann habe ich mir einmal so böserweise gekauft, weil der die kleine Größe war dann um 10 Euro statt um 15. Und deswegen habe ich mir den dann genommen. Der war aber wirklich gut und ich würde ihn mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn ich nicht so viel hätte. Also ich will erstmal was aufbrauchen, damit ich mit dem wieder nachkaufen kann. Oh, jetzt wäre mal was aus der Hand geflogen. Ja, also ich muss sagen, es ist schon einiges leer worden. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich finde schon. Also ich bin zufrieden. Es ist halt, das Problem ist halt, ich benutze halt immer eines immer durchgehend. Auch bei den Lippenstiften und so mache ich das in letzter Zeit so. Deswegen geht mir auch ein bisschen was immer kaputt oder wird nicht gleich leer oder sonst irgendwas. Aber ich finde das ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil ich benutze erstmal was durch und dann fange ich das nächste an. Und deswegen kriege ich, glaube ich, in letzter Zeit nicht mehr so viel zusammen wie früher. Aber früher war das nicht so. Who cares? Who cares? Who cares? Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Habe ich nicht irgendwas neu angefangen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Keine Ahnung, ich habe es vergessen. Aber irgendwas habe ich im letzten Video, glaube ich, gesagt, was ich gerne aufgebraucht habe oder so. Also, mega traurig bin ich natürlich über meinen Max Factor Make-up. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Und über das Tony Moly Peeling. Aber der Rest, da war so, ja, da war ich jetzt nicht so extrem traurig, dass es leer geworden ist, außer die Biotherm-Pflege vielleicht und den Duft, aber sonst, ehrlich gesagt, nichts. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, ich bin voll aus dem Videodrehen raus. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr aufgebraucht habt im März, wo ihr traurig wart und wo ihr glücklich drüber wart, dass es endlich leer geworden ist. Und dann sehen wir sich im nächsten Video wieder. Bye!